Konter der Neuzugang aus Fürth holt immerhin Eckball Nummer 1 aus. Für den HSV. Van der Vaart. Heute von Beginn an dabei. Und Möglichkeit Nummer 1. Und im Nachschuss dann das Tor durch Gojko Kacza. Suhr hat geköpft, der Ball geht an die Unterkante der Latte, ich bin mir sicher, er war noch nicht drin. Und Kacza ist dann derjenige, der das 1:0 macht für den HSV in der dritten Minute. Suhr mit zu viel Freiraum. Heimeroth ist dran und der Ball ist dann doch schon drin, ich nehme alles zurück. Das Tor gehört nicht Kacza, das Tor gehört Suhr und es ist auch kein Eigentor von Heimeroth, obwohl er den Ball natürlich über die Linie fixiert. Denn die Regel sagt ja, die Statistikregel, solange eine Aktion nicht abgeschlossen ist, bekommt der das Tor, der es haben wollte. Alle abprallenden Bälle oder alle Bälle, die vom Rücken des Torwarts in den Kasten gehen, zählen.